bin gerade am Weg in die Salzburger Altstadt und meine Mission ist es heute, die touristischen Ziele Salzburg zu erkunden und zwar in der Nebensaison, wo man es als Salzburger auch wirklich einmal machen kann. In Salzburg gibt es da viele Schätze zu entdecken. Nicht umsonst besuchen mittlerweile knapp 2 Millionen Touristen pro Jahr die Stadt. Ja, wenn es um den Tourismus in Salzburg geht, dann ist die Festung wohl das Präsenteste. Was mich jetzt interessiert, ist diese Kugel da, weil da fragen sich ja einige, was mit der auf sich hat. Außerdem begebe ich mich heute auf die Spuren Mozarts, entdecke, was Klang im öffentlichen Raum bedeutet und durchforste die Tiefen des Mönchsberges. Zuerst einmal stilgerecht zu Pferde. Christi, hallo. Darf ich mit dir mitfahren? Ja, sicher. Darf ich aufsteigen? Ja, Dramarunde. Los. Gleich am Anfang kommen wir bei der goldenen Kugel vorbei. Und Fiakerin Denise kann mir natürlich erklären, was es damit auf sich hat. Es hat im Endeffekt mehrere Bedeutungen. Großteils ist jemand moderne Kunst. Die eine Sage ist jemand, dass der Mozart ist und die goldene Kugel die Mozartkugel. Andere sagen, dass es halt eine Weltkugel ist und oben steht der aktuelle Bürgermeister. Schaut ihm zwar nicht ähnlich, aber ja. Und das andere ist, dass man eigentlich sagt, dass der Herr von der goldenen Kugel ja auf die zur Festung schaut. Und von der Festung sollte eigentlich eine Frau runterschauen. Aber die Frau steht ja bekanntlicherweise ein bisschen woanders da. Die werden wir heute auch noch finden. Das Tempo der Kutsche ist richtig angenehm und das Klappern der Hufen fast schon meditativ. Und dann mischt sich auf einmal ein weiterer Klang in die Geräuschkulisse. Die Glocken des Salzburger Glockenspiels. Die spielen halt dann auch nur dreimal am Tag, um 7, um 11 und um 18 Uhr. Das waren damals die Essenszeiten der alten Domherren. Hier links ist dann immer die Tafel, wo man dann sieht, was im Endeffekt momentan beim Salzburger Glockenspiel spannend. Gespielt wird. Das Salzburger Glockenspiel war ein sehr frühes, ist um 1700 entstanden und der Fürsterzbischof Graf Thun. Für den war das was ganz Besonderes, eine Modeerscheinung. Er hat 35 Glocken in Antwerpen gekauft. Die wurden dann in dieses Glockenspiel eingebracht. Der ganz große Unterschied war, dass natürlich am Beginn kein Strom gegeben war. Und um diese große Walze anzutreiben, brauchte man Muskelkraft, also mit einer Handkurbel. Und das ist gar noch nicht so lang her. 1969 hat man dann das Ganze elektrifiziert. Also ich glaube, dass ein Phänomen ist der Klang im öffentlichen Raum. Das ist ja auch eine Art von Machtfaktor. Wem gehört der öffentliche Raum? Und heute merken wir das eben, dass die Touristen, die halten inne. Es gibt also welche, die ganz genau wissen, dass das Glockenspiel dreimal am Tag läutet. Aber es gibt eben auch welche, die sind überrascht. Was hört man da? Wir haben zuletzt Beethoven gehabt, zum Beethoven ja jetzt Mozart. Es gibt rund 120 Kompositionen und es wird circa einmal im Monat wird es dann neu gesetzt. Und für viele Menschen, die in der Umgebung wohnen, ist das Salzburger Glockenspiel Teil der täglichen Routine. In der Früh ist es Teil auch meines Morgens, weil ich wohne nicht weit von hier. Und das ist dann immer, jetzt muss ich ins Büro sausen, ja, kurz nach 7. Es läutet ja nicht um Punkt 7, sondern 4 Minuten nach 7, um auch keine Konkurrenz zu den Kirchturmglocken zu sein. Mit gutem Grund, denn Salzburg hat mit etwa 50 Kirchen die gleich hohe Kirchendichte wie Rom. Mit 2 Pferdestärken geht es für uns jetzt weiter durch die Stadt. Im Toscaninihof finden wir das Gegenstück zur goldenen Kugel. So, wo ist jetzt die Frau im Berg? Ich sehe sie. Da oben. Da steht sie tatsächlich im Felsen und schaut herab, während der Mann auf der Kugel zum Berg hinaufsieht. Geschaffen wurde das zweiteilige Kunstwerk von Stefan Balkenhol 2007 und heißt Sphera. Ist das ein fixer Job, lebst du von dem? Ja, also es ist mein Fixjob, ich fahre meistens von Montag bis Freitag. Also was taugt ihr jetzt so dran am Fiakerfahren? Eigentlich alles, hauptsächlich das, dass halt die Pferde nicht meine Angestellten sind oder so, sondern es sind meine Kollegen. Man streitet sich natürlich öfters auch mit ihnen und muss sie natürlich dann auch durchsetzen, aber ich glaube, das ist wie in jedem Beruf. Das ist schon eine Herausforderung da mit dem Verkehr, mit den Pferden.
Ja, es geht eigentlich. Also wenn jeder weniger mehr Rücksicht nimmt und sich mal an das hält, wie es eigentlich gehört, dann geht es leichter. Man gewöhnt sich daran. Also für mich ist das mittlerweile eigentlich kein Stress mehr. Okay, bin das schon gewohnt und die Pferde auch. Ja, mir wird es stressen, glaube ich. So, da ist das Mozarthaus, gell? Genau, das Geburtshaus. Da schau jetzt rein. Danke. Hier muss ich mich jetzt auch von Novus und Stodessa verabschieden. Danke fürs Mitfahren. Viele Touristen kommen nur wegen ihm in die Mozartstadt. Hier wurde das Wunderkind am 27. Jänner 1756 geboren. Die meisten Salzburger kennen das Haus mit seiner auffallenden gelben Fassade nur von außen. Das ist wirklich eine Seltenheit, dass da keine riesen Menschentraube vor Mozarts Geburtshaus ist. Das muss man ausnutzen. Mozart selbst hat als Kind aber gar nicht so viel Zeit hier verbracht. Wir haben ausgerechnet, dass Mozart über 10 Jahre seines Lebens gereist hat. Er ist nur 35 Jahre alt geworden. Die Mozart-Kinder waren kaum zu Hause. Die sind nach Paris gefahren, die sind zum Beispiel nach London gefahren. Auf diese Reisen haben die immer Konzerte gegeben in verschiedene Höfe. Und die Kinder haben vierhändig zusammen, Nanl und Wolfgang, auf dem gleichen Klavier in Konzert gespielt. Beide waren Wunderkinder. Nanl war eine hervorragende Pianistin. Er ist aber bekannter geworden. Vieles, was man heute weiß, ist den zahlreichen Briefen zu verdanken, die die Mozart-Familie auf diesen Reisen geschrieben hat. Das Mozarteum verfügt über 700 Stück davon. Die Mozart-Familie ist unheimlich gut dokumentiert und viele Leute wissen das nicht. Man kann ganz viele Sachen lesen. Man lernt zum Beispiel über Mode in Frankreich, wo die Mozart gegessen haben, wo sie hingereist haben, wo die Konzerte gegeben haben. Und man lernt die wirklich als Menschen kennen und das ist das Tollste bei den Briefen. Den echten Mozart kennenlernen, das ist gar nicht so leicht. Auf Bildern der damaligen Zeit wurden die Menschen oft verschönt dargestellt. Außer auf diesem hier. Das ist eine meiner Lieblingsbilder im ganzen Museum. Und das ist eine Silberpunktzeichnung von Dorothea Stock, eine weibliche Künstlerin. Sie hat Mozart nicht verschönt oder idealisiert, sie hat das Bild für sich selbst behalten. Und deswegen ist er so natürlich dargestellt. Er hat so ein bisschen Doppelkinn, größere Augen, große Nase, die Haare ist auch nicht perfekt. Und das gefällt mir daran, weil wir wollen alle wissen, wie Mozart wirklich ausgesehen hat. Und worauf er gespielt hat. Das ist eine Kopie von Mozarts Klavier. Wir haben das Original im anderen Haus, in unserem Wohnhaus. Mozart hat nur 61 Tasten gehabt. Heute spielen wir auf 88 Tasten. Er hat das Klavier mit sich ins Konzert gebracht. Das Original wiegt ungefähr 75 Kilo. Und man kann so ein Klavier aufstellen, die Beine abschrauben und er hat es mit sich getragen. So, man kann das sich vorstellen. Und auch andere Dinge kann man sich hier lebhaft vorstellen. So kann man sich etwa die Küche ansehen und zahlreiche Alltagsgegenstände. Ganz besonders ist die Geige. Und zwar war das Mozarts erste Geige, eine Kindergeige, die er im Alter von 6,5 Jahren bekommen hat. Und durch die fast menschenleere Getreidegasse geht's für mich jetzt zu Fuß weiter bis zum Mönchsbergaufzug. Denn da oben befindet sich mein nächstes Ziel. Den elektrischen Aufzug gibt es schon seit 1890. Er war von Anfang an unglaublich beliebt. Schon im ersten halben Jahr der Eröffnung hat er über 70.000 Menschen befördert. Mittlerweile ins Innere des Mönchsbergs verlegt und modernisiert, legt er die Fahrtstrecke von 60 Metern in nur 30 Sekunden zurück. Jährlich transportiert der Lift über 500.000 Besucher hinauf zu einem der schönsten Ausblicke über die Stadt. Mit dem Aufzug kommt man direkt zum Museum der Moderne. Für mich geht es jetzt aber weiter 10 Minuten zu Fuß zum Wasserspiegel. Der Wasserspiegel ist ein Museum, in dem man alles über die Wasserversorgung der Stadt Salzburg erfahren kann. Er ist Teil des Wasserhochbehälters im Mönchsberg. Es passiert sehr viel unter den Füßen der Salzburgerinnen und Salzburger. Jeder selbst sieht das als selbstverständlich, dem Wasser aufzunehmen, das kommt einwandfreies Trinkwasser raus. Das ist vielen Leuten nicht bewusst, dass da ein extremer Aufwand und eine extrem große Technik dahinter steckt. Es ist unglaublich, wenn wir aufgraben eine Straße und wir müssen zur Wasserleitung runter, dann sind da davor, bis wir so weit unten sind, haben wir ungefähr 3 oder 4 andere Leitungen, die wir noch vorher sichern müssen. Deswegen dauern die Straßenbaustellen auch etwas länger. So einen Straßenquerschnitt kann man sich hier im Museum ebenfalls ansehen. Die Gesamtlänge unserer Wasserleitungen sind etwas mehr als 870 Kilometer.
Das heißt, wir können damit einmal eine Rohrleitung von Bregenz nach Wien legen. Das ist im Endeffekt der große Bereich, den wir in der Netze Wasser abdecken. Den Erhalt unserer Anlage und dass immer das Trinkwasser jederzeit in der richtigen Menge, zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität beim Kunden ankommt. Jetzt geht's für mich wieder retour mit dem Lift nach unten, aber vorher gönne ich mir noch ein paar Minuten in der Sonne. Die Aussicht von Dorf die Stadt Salzburg ist jedes Mal so überwältigend und ich glaube nicht nur für Touristen, sondern auch für die Einheimischen.